Ja, hallo, herzlich willkommen im Mödlinger Keller. Es ist Sonntag, es geht wieder aufs Mittagessen zu und man muss sich überlegen, was kochen wir heute. Also ich habe mir einen Perlhuhn besorgt. Ich mag die Dinger eigentlich ganz gern, die Tiere, weil es ist so zwischen Geflügel, also normalem Hausgeflügel und Wild. Hat so einen gewissen Kick. Man kann unheimlich viel mitmachen. Ist sehr saftiges Fleisch. Ich finde es schade, dass man die immer aus Frankreich beziehen muss. Also hier in Österreich habe ich jetzt noch keinen Züchter gefunden dafür. Wenn es da irgendwie Tipps gibt, einfach mal zuschicken. Ich versuche eigentlich schon immer alles regional zu kaufen. Ja, das Perlhuhn wird jetzt aber nicht so, wie ihr es vielleicht aus der Toskana kennt, heute zubereitet, sondern ich möchte es mal mit Sauerkraut machen, wie man es also mehr so Regionen Elsass etc. macht. Und Sauerkraut heißt sicherlich auch, dass etwas Riesling drankommen wird. Das heißt, wir brauchen Riesling. Jetzt habe ich mich mal umgeschaut bei meinen Boxbeuteln. Ich hatte heute Lust auf Franken. Und da ist mir ein alter Bekannter über den Weg gelaufen. Also eines der Weingüter, wo ich eigentlich schon immer Weine einkaufe. Wir sind in Randersacker beim Weingut Schmitz Kinder. Und das ist 2009er Randersacker Marsberg. Das ist noch eine trockene Spätlese vom Riesling. Spielberg. Also Spielberg ist eine spezielle Parzelle in der Großlage. Und wir werden jetzt mal schauen, wie sowas im Glas wirkt. Pff, 11 Jahre alt und frisch wie ein junger Hupfer. Ja. Nein, also sehr frisch, kommt gleich. Die Nase überhaupt nicht irgendwie so Alterungston und so, gar nichts. Der ist voll da. Richtig schön zu trinken jetzt. Es ist der weiße Weinbergspfirsich da. Man merkt den Muschelkalk. Oh ja, Muschelkalk ist da. Also diese gelben Noten, der Kalk. Schöne Salzigkeit. Es ist weißer Weinbergspfirsich drin. Es sind aber auch Zitrusaromen drin. Sehr schöne Säure. Gekonnt wie immer, Martin. Also ich bin ja ein Fan der ersten Lagen bzw. der Spätlese trocken. Und das ist mit einer der besten aus Franken, die ich kenne, muss ich wirklich sagen. Also wir müssen echt mal wieder hinfahren. Merke ich schon. Das ist ein Wein, könnt ihr locker noch 10 Jahre liegen lassen. Ist wirklich total frisch. 9, für mich ein sehr guter Jager. Muss man nochmal nachschenken.
Jetzt, wo ich ihn schmecke, noch perfekter wahrscheinlich zu Fisch. Ist sehr filigran auch. Ist jetzt keine barocke Spätlese. Ist sehr filigran, sehr modern. Also da werden wir das Sauerkraut vorher waschen und stark ausdrücken. Dadurch kriegen wir einen sehr milden Geschmack, also jetzt nicht diese typische saure Note. Es wird ein bisschen Honig reinkommen. Ich glaube, das kombiniert dann ganz gut. Preislich kann ich euch jetzt gar nicht den genauen Preis sagen, aber er ist unter 20 Euro auf jeden Fall. Beim aktuellen Jahrgang und ja, Bepunktelung. Großartiger Riesling. Hat die 18. Nehmen wir noch ein Schlückchen. Müssen wir noch was aufheben fürs Mittagessen. Ich gehe jetzt hoch kochen. Wenn ihr wollt, schaut gerne zu. Ich schaue ja immer, dass es Rezepte sind, die man gut nachkochen kann, die nicht so riesig aufwendig sind, trotzdem viel hermachen und geschmacklich eigentlich sehr interessant sind. Da passt er, glaube ich, gut dazu. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns gleich wieder in der Küche. Wenn nicht, schaut beim nächsten Mal rein und trinkt mehr Franken. Bis denne. An die anderen. Ab in die Küche. Da sind wir jetzt auch schon in der Küche. Ist alles schon angerichtet. Die Zutaten, Perlhuhn, Speck, Zwiebeln, Wacholder, Lorbeer, Sauerkraut. Das Sauerkraut habe ich vorher noch gewaschen und dann ausgedrückt. Dadurch schmeckt es also nicht ganz so streng säuerlich. Kommt dem Essen, glaube ich, zugute. Ja, das Perlhuhn ist irgendwo zwischen Geflügel und Wild. Und wir machen das Ganze heute eben auf nicht so die typische Art, die man gewohnt ist. Das ist ja mehr südlich, also Toskana, Südfrankreich. Perlhühner werden natürlich auch im Elsass etc. gemacht. Und das hier ist mehr an die Küche im Elsass angelehnt. So sieht ein Perlhuhn, ich habe das mal vor einiger Zeit gemalt, im Lebenszustand aus. Ja. Jetzt legen wir los. So, wir schauen ja immer, dass das Rezepte sind, die relativ einfach nachzukochen sind. Auch nicht mit so einem riesigen Aufwand und eigentlich doch ein schönes Ergebnis liefern. Also erstmal das Perlhuhn salzen. Auch auf den Seiten. Das braten wir jetzt mal an. So, eigentlich nimmt man geklärte Butter, aber ich glaube, es geht auch so. Wir haben da Butter genommen und etwas Pflanzenfett. Und da braten wir das Ganze von allen Seiten an. Gar nicht so lang. Das dauert jetzt ein paar Minuten. Okay, warte. Ups, da habe ich jetzt eigentlich eine schöne Farbe angenommen. Jetzt nehmen wir das mal raus. Upsala. Jetzt packen wir da rein. Wir müssen erstmal mit der Temperatur runter.
nie verkehrt ist. Ein Stückchen Butter noch. Jetzt packen wir die Zwiebeln rein. Dürfen jetzt schön Farbe annehmen. Und eigentlich wird es jetzt mit Zucker karamellisiert. Ich muss ehrlich sagen, wo es eben geht, ersetze ich Zucker durch einen schönen Bienenhonig. Ist auch eine interessante Geschichte. Ich habe letztens erst einen Test gesehen, auch von bekannten Marken, wo nachgeforscht wurde, wo der Honig eigentlich herkommt. Und ihr werdet überrascht, wie viel Honig aus China und aus Mittel- und Südamerika, aus der Ukraine von den Leuten gegessen werden. Und jeder glaubt, es ist guter deutscher Honig. Pustekuchen. Also ich kaufe meinen nur beim Imker. Ein bisschen von dem Speck haben wir klein geschnitten, der kommt jetzt auch rein. So, das lassen wir jetzt schön anspitzen, dass das Ganze etwas Farbe bekommt und lassen die Zwiebeln karamellisieren. Also das wird nicht so das typische Sauerkraut, hat schon ein bisschen süßlichen Touch. Da packen wir jetzt einen schönen Kochwein rein. Und jetzt das Sauerkraut. Lass mal ein bisschen ziehen. Also ich brate das gar nicht scharf an. Dadurch, dass wir das vorher ausgedrückt haben, zieht es sich jetzt mehr mit der Flüssigkeit eigentlich voll. Ich finde, da passt doch ein bisschen Wein rein. Da haben wir auch einen schönen Riesling genommen. Auch was für den Koch. Nicht schlecht. Kochwein muss sein. So. Kommen noch rein. Wacholder. Lorbeer.
So. Da setzen wir das Perlhuhn drauf. Und auf die Brust legen wir jetzt noch, ups, oben geblieben. Biest ist penetrant, also diese Speckscheibe. Ja, die kommt auch noch drauf. Die Schwarte kommt mit rein, gibt einen super Geschmack. Noch ein bisschen Riesling. Deckel drauf. So, jetzt kommt alles ins Rohr. Ich habe so auf 180 vorgeheizt. Und jetzt vergessen wir das Ganze für mindestens eine Stunde und dann schauen wir nach. So, jetzt ist es fertig. Jetzt wird angerichtet. So. Und so schaut es angerichtet aus. Guten Appetit!